Und für diejenigen, die jetzt noch nicht aussteigen, weil sie sagen, okay, dies habe ich auf Formel-Ebene schon mal gesehen, global kleiner als 999, ne? Das heißt, alles, was nicht laut Elementeinstellung ist, ne? Und in dem Moment, wenn irgendetwas ist, was nicht eine Elementeinstellung ist, dann wird hier hinten gesagt, minus 1, minus 1, mathematisch oder IT-technisch gesehen heißt true, heißt ja. Und dann passiert schlicht und ergreifend eins, das ist das, was hier auch in diesem grünen Hilfetext steht. Ja, dann wird das, was hier eingestellt ist, auf alle Elemente weitergeleitet. Punkt. So. Und für diejenigen, die genau rein hingeschaut haben, ne, die sehen, hier steht in der Formel etwas drin. Ich klicke einmal links, einmal rechts rein. Und dann sehen wir, bei Geschoss steht alles größer als Kellergeschoss. Und wenn wir das gleiche Anführungszeichen nochmal bei Material KG machen, sehen wir, ne, das sieht alles völlig identisch aus. Und wenn wir einmal auf Material KG gehen, dann sehen wir, das sieht alles extrem gleich aus. Und wenn wir einmal hier hinten reingehen, hier steht in der Formel etwas leicht anderes, einmal links, einmal rechts geklickt. Und jetzt sehen wir, bei Geschoss steht nicht mehr oberhalb vom Kellergeschoss, sondern jetzt steht Kellergeschoss. Und damit wissen wir, dass das, was der ganze Unterschied ist, Anführungszeichen mit dieser Steuerung, die wir hier eingebaut haben, dass eben dort eine Veränderung ist. Bisher hat ein globales Element das auf alle Geschosse weitergeleitet. Jetzt gibt es zwei Elemente. Das eine leitet es eben weiter in die Elemente im Keller und die anderen, das andere halt in die Elemente, die oberhalb vom Keller sind. Und das ist letztendlich die ganze Steuerung, die dort dahinter steht. Und unterm Strich, Sie sehen, die Namen sind leicht unterschiedlich. Ne? Das heißt also, bei dem, wo wir jetzt irgendwelche Steuerungen getrennt haben, haben wir einfach das KG dahinter geschrieben. Und das ist die Struktur, die so einheitlich entsprechend durchgeführt wurde. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, und wie setze ich denn dieses Element überhaupt in die Sonderausstattung rein? Auch das sei ganz, ganz kurz entsprechend gezeigt. Ich gehe dafür eben einmal auf Inhalt bearbeiten, dann geht mein Designer für die Sonderausstattung los. Ne? Das, was man jetzt machen würde, Anführungszeichen wieder, wie überall in VI, man würde sich das, was man braucht, einmal kopieren bzw. das naheliegendste aussuchen, ne? Einmal Steuerung C, einmal Steuerung V. Das Ganze, ich mache es einmal, einmal Steuerung C, einmal Steuerung V. Ich lege es mal hier unten hin, weil ich noch Platz habe hier unten. Ne? Würde dem Ganzen jetzt hier einen anderen Namen geben. Ne? Und ich nenne es einfach mal, weil ich völlig fantasievoll bin, einmal Test. Ne? Und das Element, ne, das vorher einen Namen hatte, ne, wir gehen wieder hin und kopieren einfach. Was vorher global Material hieß, würde ich jetzt eben meinetwegen global Test nennen. So, und damit hätte ich diesen Prozess schon abgeschlossen. Wenn ich jetzt mit OK rausgehe, macht das System im Hintergrund wieder alles andere automatisch. Und im Inhalt meiner Oberfläche hätte ich jetzt, wir sehen das jetzt hier einmal global Test stehen. Und dann hätte ich eben den Prozess jetzt zu machen, der hier letztendlich bei allen Elementen da wäre. Ich würde mir wieder das nehmen, was vorher schon da war, würde sagen, okay, das kopiere ich ein. Global Test, damit habe ich den Inhalt entsprechend drin. Und wenn ich hinten auf Weiterleitung gehe, würde ich auch wieder das einmal abbilden, was das andere war, nämlich Fenster und Terrassentüren. Und wir tun jetzt mal so, als wäre das eben die Variante für Material gewesen. Dann würden wir das hier entsprechend einmal auswählen. Und wenn das jetzt die KG-Variante gewesen wäre, dann wäre ich jetzt hier einmal reingegangen und hätte hier links, rechts, ne, das erste Mal, hier hätte vorher gestanden alle Geschosse oder nichts. Ne, und dann hätte ich hier eingestellt oberhalb vom Kellergeschoss. Dann hätte ich das einmal mit Steuerung C hier rausgenommen. Ja, wäre mit Abbruch raus, wäre einmal auf Test gegangen, wäre hier reingegangen. Hätte das Ganze mit Steuerung V hier eingefügt, vorher mit Steuerung C ausgeschnitten. Ne? Und dann hätte ich eben hier eingestellt nur Kellergeschoss. Das gleiche hätte ich hier unten gemacht. Ne? Und dann hätten wir Anführungszeichen diesen Prozess, wie gesagt, einmal beispielhaft auch hier durchgespielt. Bitte nochmal, das ist keine Aufforderung, das jetzt anhand dieses Videos einfach nur formal zu machen und es würde genauso gehen, vorausgesetzt. Ah, Sie wissen so ein bisschen, was Sie tun, haben dort ein Bauchgefühl, testen es. Aber nochmal, an sich wäre eben die Idee, das mit dem Coach entsprechend zu realisieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal abschließend für diejenigen, die sagen, ich habe es auch getestet. Sie haben hoffentlich die Masterkalkulation vorher gesichert. Das wird nicht umsonst im Dialog angeboten und ich mache einfach nur eins. Ich markiere das Ganze hier einmal, lösche es entsprechend raus. Und damit haben wir das Ganze entsprechend auch innerhalb der Liste wieder entsprechend entfernt. Und das ist jetzt nochmal zusammengefasst eben die Veränderung
in der Globalsteuerung für alles das, was Elementlisten ist, um für die externe Steuerung über die entsprechenden Checklisten diese Elemente ansteuern zu können. Bitte Achtung, es gibt noch ein zweites Video, was sich mit dem Bereich Sonderausstattungsvoreinstellungen beschäftigt. Das sind die Sachen, die sich dann unter anderem eben mit Bad-Sonderausstattung, etc. beschäftigen, Raumausstattung, das heißt andere Belege und ähnliches. Wie gesagt, auch dazu nochmal ein Video für diejenigen, die sagen, das ist entsprechend spannend. So, das ist die Anführungszeichen Veränderung der Globalsteuerung mit dem Kontext steuerbarer PDFs.